Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. So, ich habe jetzt diesen schicken Flitzer geklaut, den ihr am Ende der letzten Folge noch gesehen habt. Was heißt geklaut? Also, ich habe ihn mir geliehen natürlich. Ich bringe den natürlich wieder in einwandfreiem Zustand zurück an den Besitzer, ist klar. Mit einwandfrei meine ich ein totaler Schrotthaufen. Und ja, ich habe es gesagt, wir werden heute ein bisschen die Stadt erkunden. Einfach mal ein bisschen rumfahren in, ja, wo sind wir eigentlich? Los Santos, ne? Müsste eigentlich Los Santos sein. Wir gucken jetzt einfach mal, was hier wieder abgeht. Die nächste Freak-Mission, die hier so am Start ist. Und dann gehen wir nochmal dahin. Freaks, Bekannte, Fremde. Was auch immer unter diesem Fragezeichen immer zu finden ist. Und ja, dann wollen wir einfach mal sehen, ob das besser läuft als das letzte Mal mit, ey, im Ernst, ihr habt's gesehen, ich war's nicht, ja? Scheiße. Boah, jetzt reicht's aber langsam, Freunde. Was wollte ich sagen? Ja, mit dem Abschleppwagen, das hat mir irgendwie nicht so ganz gelegen. Ich habe dann aus Versehen, völlig ohne meine Schuld natürlich, die Polizei alarmiert. Und da war dann halt ein bisschen was geboten. Und ich bin ja einfach nicht losgeworden mit dem blöden Ding. Ging das halt einfach nicht. So, wen haben wir denn jetzt hier? Kommt mal, ist Michael wieder, Alter. Willst du mich verarschen? Achso, es heißt Blau Michael und Grün Franklin, oder was? Na gut, dann halt nicht. Wollte die sowieso nie machen. So. Was sagt er jetzt? Ich wollte eigentlich genau dahin. Klingt logisch, ne? Deswegen bin ich jetzt erstmal hierhin, um zu sehen, was ich nicht machen will. Um mir dann spontan einfallen zu lassen, was ich denn machen will. Ganz logisch, finde ich, ne? Ist klar. Ja, nee, also ich habe euch ja in der letzten Folge gefragt, wie hättet ihr es denn gern so mit GTA Online und so? Das ist ja nun mal auch mitgeliefert, was dann letztlich wahrscheinlich sogar die größere Langzeitmotivation bietet, wenn ich... Gar nicht wahr. wollt ihr jetzt erstmal wirklich sagen, okay, mach lieber erstmal GTA 5 so ein bisschen den Singleplayer oder... Vielleicht hin und wieder mal eine Online-Folge reinschmeißen oder... Ich habe keine Ahnung. Sagt ihr es mir. Und dann hoffe ich doch auch, dass sich möglichst alle beteiligen, weil nur so können wir dann rauskriegen, was denn dem Großteil gefällt. Weil jedem recht machen kann man es eh nie, das ist meistens so. Habe ich jetzt schon oft genug festgestellt, aber möglichst vielen vielleicht. Das ist ein Ziel, was ich erreichen will. Und damit das auch langfristig noch interessant bleibt, hier muss ich ja danach fragen, damit ich frühzeitig überlegen kann, was ich mache. Und deswegen brauche ich da eure Unterstützung natürlich in Form von Kommentaren. Meinetwegen schickt es mir als PM, ist mir wurscht. Hauptsache, ich weiß irgendwas. Wobei Kommentar natürlich schon cooler wäre, wegen Ranking und so. Purer Egoismus. Was habe ich gesagt? So, und jetzt wo... Ah, hier. Was? Paparazzi. Give me that motherfucker. Hey, whoa, back off there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's all right. What the fuck you talking about? Wow, hey, look, I saw Quarterback Blues, man. And, you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in Vinewood, you think he Clay PG sellout? You bitch-ass punk motherfucker. Oh, shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know? I mean, I love black people. Yeah, you know, like, I love gangsters. I love, like, gangster rap. Yo, sup? Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. Right? I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message does that send in our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Well, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them. Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck! Them! Fuck them! They're not magic! No, no, they're no better than me. They're no better than me. Shit! Oh shit! Oh my god, it's Miranda! Miranda, I love you, Miranda! Come on! Come on, it's fucking Miranda fucking Cowan! Cause she's a fucking megastar! No, leave me out your shit, man. Oh no, we can make boku bucks here, man! We get one picture of her hairy legs or her aging muff, and we are in the money, man! In the money, bro! Come on! Come on, man! Come what on! What the fuck is wrong with me? Um Gottes Willen. Let's go! You drive, I'll get the shot! Ist das im Ernst? Alter, nein. Die hat doch einen Arsch offen, der Typ.
Go, go! Get us right up alongside that limo! Oh mein Gott. Ist das überhaupt die richtige? Ich meine, uns hat er ja auch verwechselt. Ja! Ja, doch. Stick to that fucking limo like glue! What the fuck do you think I'm doing? Bremsen. Mir gefällt das Spiel jetzt schon. Ein abgefuckter Freak nach dem anderen, ey. Total geil. Come on, come on! Let me see the whites of her eyes! Junge! Open it up, you cow! Na mach schon, du Kuh! Come on, I can't shoot shit from here! Junge, I can't shoot shit from here! Not that close! We might do better if you shut the fuck up! Wie viele denn noch? You ruined his life! Now make my day! You don't believe it? She's slamming a speedball in there, man! This journalistic goal! Ja, ist ja gut. You're human, you bitch! Homewrecker! Harlot! Hat das jetzt bald? Man, they don't call her the silicone slattern for nothing. She looks like a bloodhound in a wind tunnel. God, I love her! Oh, man, no wonder this whole town's in therapy. Ja, wahrscheinlich. Oh, es gibt aber gerade... Beverly, this one's mine! Was? Oh, no, no, it's that bottom feeder Madison! Shit, he's getting the money shots! Where's your dignity, man? Forget Miranda, we can't let him steal my exclusive! Get alongside him, I'll knock the weasel off! Aha, okay. Scheinbar sind die Fotos jetzt nicht mehr interessant, sondern die, die er hat. Stay on that bastard! Ich geb ja... Alter, ich kann doch nicht mehr tun als Vollgas geben. Was? Oh yeah, I downloaded your pictures to the fucking road, Madison! Now grow up and get a boy's name. Okay, buddy, let's get out of here. I'm already late for another stakeout. Was für Spezialfähigkeit. Oh, cool. Das scheint so eine Art, naja, ich sage mal, Zeitlupe zu sein, um besser ausweichen zu können. Nützt uns jetzt auch nichts mehr. So, also Beverly. So. By the Cafe Redemption Courtyard in Morningwood. Drop me there. And you can keep the bike because I look after my people. Look after your people? Man, I know when a ride is hot. If this is your bike, then I'm the fucking Pope, dawg. Okay, okay. Don't ruin the vibe. Schnauze. I think I got a decent shot of Miranda back there. So we splitting what you get for the photo, 50-50, right? All right, homie. It's been an education, dawg. Look, keep on making the world a better place, you hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging or is she getting banged out by some second-rate director? They need to know everything, from crow's feet to camel toes. Hey, hey, hey! Oh my God! By the manor next week. We'll continue the search for the truth! Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Homie. Oh Gottes Willen. Neuer Kontakt. Das heißt, wir haben noch mehr Missionen mit dem zu bestreiten. Vor allem jetzt war das doofe Radio wieder an. Zum Kotzen. Egal. Oi. Das war jetzt irgendwie verstörend. Jetzt warte mal. Ich wollte schon immer mal wissen, was dieses komische Dings da ist. Ist das ein Kino oder was? Tatsache. Echt jetzt? Das ist ja cool. Bleib mal hingehen, oder? Hab ja eh gesagt, wir erkunden ein bisschen. Ach so, nächster Punkt wäre, wie euch denn die Rotation zwischen Story und anderem Zeug denn am liebsten wäre. Ich meine, viele haben ja sicherlich Assassin's Creed und Watch Dogs bei mir gesehen. Ist es euch so okay? Oder sagt ihr lieber, yo, Hauptstory durchprügeln und dann den Rest? Wobei mir das persönlich nicht so gut gefallen würde. Was? Capolavoro. $20, wehe. Welcome to the cinema. Jetzt bin ich gespannt. No talking or toddlers. Was? Alter. Please be considerate to your fellow moviegoers. No masturbating. Oh, jetzt wollte ich gerade anfangen. Now sit back and enjoy the show. Ach komm, die nehmen einem auch jeden Spaß, oder? Foreign and Moody Collection. Capolavoro.
Bin mal gespannt, wie lange der Film geht, ey. Aha. Antoine, Antoine, réveille-toi, réveille-toi. Pourquoi est-ce que tu dors? Comment peux-tu dormir? No estaba dormido. Estaba durmiendo, pero despierto. Ta femme doit être remarquable. Ces rêves que tu as à la fois éveillé et endormi. Mais tu n'es qu'un simple voleur. La guerra me hizo una puta. Y a ti una ladrona. ¿O era al revés? Freud a beaucoup d'explications à donner. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde estás? Muéstrate. Antoine, de quoi parles-tu? S'il te plaît, Antoine, s'il te plaît. Esa voz. Tu parles de moi. Sí, tú. María, tú la escuchaste. ¿Quién era? Antoine, qu'est-ce qui te prend ces temps-ci? Depuis la mort de Luigi, tu n'es plus toi-même. Si tú lo dices, querida mía. Si te hace feliz, y así lo dices. J'ai marié un voleur. Un bon, honnête voleur qui connaissait sa place dans la vie. Maintenant, ben maintenant, je suis coincée avec un hermaphrodite. Hä? Ziegen, ernsthaft? Une créature qui ne sait plus s'il est un homme ou une femme. Quel est le mensonge et quelle est la moitié de la vérité? Pourquoi les choses doivent être aussi simples mais continuellement compliquées avec toi, Antoine? Sí, María. Contigo las cosas no son tan complicadas. El carnicero viene y abre las piernas. La policía viene a detenerme y abre las piernas. El cura viene para confesar. De nuevo, sabemos dónde acaba. Nee, echt, sag doch mal. What the fuck? Tu aimerais te placer en victime, Antoine. Mais dans cette vie, nous sommes uniquement les prisonniers des prisons que nous construisons nous-mêmes. Para ser una callejera y una esposa sin fe, tienes una forma de hablar muy ambigua. Elle ne t'a jamais aimé, Antonio. ¿Quién? ¿Quién nunca me amó? Ça, je ne sais pas. Je ne suis qu'une voix qui n'existe que dans ta tête. What the fuck? De quoi parles-tu, Antoine? Comme ta mère m'a dit, la misérable étendue de ta vie de rêve est un poids de plus sur la réalité prosaïque de notre réalité physique au jour le jour. Maria, 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 mi querida Maria, tu madre, perdóname, pero no me lo perdonaré si no confieso. Era una mujer horrible con un alma que robó del diablo. T'as pas honte, Antoine? Toi et les insuffisances de ton misérable subconscient primaire. Antonio, Antonio, réveille-toi, réveille-toi. Cállate. Eres solo una voz en mi cabeza. Déjame soñar en paz. Est-ce que c'est à ça que tu veux réduire toutes les femmes, Antonio? Une analyse réductrice du féminin est un archétype classique de ta répression. Oh, por el amor de Dios. Deja de sonar como mi esposa cuando no está pagando el alquiler por sí misma. Ta femme, est-ce qui je suis maintenant? Espero que non. Peut-être suis-je Luigi, après que tu l'aies traîtreusement castré. A-t-on déjà considéré ça? Lo hemos considerado fuera de cámara muchas veces. Consideramos el modernismo. Predijimos el postmodernismo. Adoptamos el surrealismo. Refutamos la visión tecnocrática del futuro de la humanidad. Tantas maravillas hemos adoptado que me asombro del sistema educativo italiano. Fui educado por curas y aún así conozco toda la blasfemia bajo el sol y flotando en el aire. Oh, Antonio, maintenant c'est toi qui parles comme ta femme. C'est peut-être ton désir le plus intime d'être martelé jour et nuit par des bouchers et des prêtres et des policiers. Sugiere que deseo acostarme con otro hombre, porque quiero hacer cosas, y me odio a mí mismo por mis tendencias destructivas. Opino que es un poco simple, incluso para el subconsciente de un humilde ladrón. L'humilité est comme le paradis pour des hommes comme toi, énormément surestimé. Tu devrais choisir l'enfer.
Au moins, tu y connaîtrais des gens, comme Luigi. No hables de Luigi. Él no era ni siquiera un buen tipo. Enfin, deswegen ist er der Höllemann. Justifier l'incarnation de notre chute. Même Icar l'a fait, alors qu'il plongeait dans l'azur méditerranéen. El pensamiento clasicista es la gran debilidad del alma contemporánea. Aha. Donc, tu admets que tu as une âme. Soy un comunista, un ladrón y un hombre de la gente. Las almas son por lo que la clase dominante nos encarcela. C'est quoi encore ce truc? ¿Qué cosa? L'utilisation libérale de Deus Ex Machina. ¿Qué? Oh, Luigi, creía que estaba muerto. Me mataste, pero te perdono porque ya no existo más. Entonces, la inmortalidad era un mito. Y no somos más que la encarnación física de nuestras propias neurosis. Eso es lo que dijo tu mujer mientras digería mi espada en la cama matrimonial. ¿Es esta la verdad? ¿La ansiedad subyacente de mi realidad? Eso que justifiqué por conveniencia, era en realidad la manifestación de los cuernos en mi cornuda cabeza. ¿Cómo puedes hacer esas preguntas a un fantasma? Ja, eben. Lass das. Ich weiß sowieso nicht mehr, worum es geht. Susurro de una flecha mientras hiere su corazón, ve que la flecha ha sido creada usando sus propias plumas. Ce cheval est d'une finesse, Antonio. Das ist ein Schiff. No es un caballo. Ja, sag ich doch. Achso. Un homme avec une simplicité physique de la sorte est un homme que je peux respecter. Dices que esta es mi habilidad para negar la humanidad, robando y conquistando a mis queridas criaturas, y que he creado el respeto hacia ti, bella mujer, que encontré en mi camino. No, elle veut dire que dans toute ta superficialité, tu as encore une fois sublimé le féminin jusqu'à la forme idéale du désir masculin. Comme ma mère a prédit que tu ferais. Es un error común entre traidores y entre pecadores y los reprimidos. Es solo a través de la expresión creativa. Un mundo vacío de color y únicos planos de cámara que nuestra verdadera naturaleza puede ser revelada. Dedicated to my mother. Ich muss schon sagen, der Film war übelst scheiße. Aber dieser Spruch am Ende hier irgendwie durch seltsame Story und komische Kameraeinstellungen kann man die Wahrheit enthüllen oder so ähnlich. Immerhin nehmen sie es mit Humor. Ich glaube, das war geplant, dass der Schlechte so keinen Sinn ergibt. Vor allem, wieso haben die Französisch geredet, dann Spanisch und Italienisch? Sehr durchdacht. Buh! So ein Scheißfilm. Geh da nie wieder rein. Naja, doch, vielleicht schon. War die Einstellung am Strand schon am interessantesten mit den Damen. Okay, dann haben wir das auch mal gesehen. War sehr spannend, gerne wieder. Nein. So ein Scheiß. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, lass mal's für heute gut sein. Wie gesagt, am Anfang mache ich die Folge jetzt ein bisschen kürzer, damit ich eben das hinkriege mit dem Hochladen rechtzeitig. Aber ich werde dann übers Wochenende auf jeden Fall einiges aufnehmen und ein bisschen länger machen. Ich hoffe, ihr könnt mir bis dahin die Fragen beantworten. Würde mich sehr freuen, wenn da was kommen würde. Also sprich, hier GTA Online möglichst früh oder und dann im Wechsel mit GTA 5 oder eher nicht so. Erstmal warten. Und wie soll ich das in GTA 5 handhaben mit den Hauptmissionen und dem daneben? Weil es gibt ja relativ viele Missionen nebenher, die auch ziemlich geil sind. Und die nicht unbedingt die Hauptstory erfordern. Also ja, es ist auf jeden Fall lustig. Viele Nebenschauplätze, abgefuckte Kinofilme und vieles mehr. Ich freue mich auf eure Kommentare und morgen gibt es dann auf jeden Fall mal erstmal wieder eine Mission. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das die folgenden Tage handhabe. Dann danke ich euch fürs Zusehen, Freunde. Macht's gut und tschüss.